zu GSOM. Heute zeige ich euch in unserem Short View etwas über das Spiel, das alte Spiel Haze auf der PS3, logischerweise Exklusivtitel. Zum Anfang lockt das Spiel mit echt schöner Grafik, aber dann später die Fahrzeuge, die man fahren kann, steuern sich total schlecht. Aber schaut es euch einfach mal an. Also bevor ich das hier jetzt groß schneide, seht ihr einfach mal von Anfang an, kriegt ihr jetzt einfach mal 5 Minuten geballte Haze-Ladung. Also ich habe jetzt mich totgestellt, aber die schießen immer noch viel blöd auf mich. So, jetzt bin ich ganz verreckt. Ja. Eigentlich sollten die mich übersehen. Hat irgendwie nicht ganz geklappt. Also noch einmal. Ja, die Steuerung ist so Dreck, ist sie. Kann man hier auch einen Boost irgendwie machen. Tatsächlich. Ja, die geben es mir schon richtig gut. Also jetzt mit Schmackes durch. Ah, geht doch. Also hier ist die... wäre eine Halo 3 Steuerung der Fahrzeuge echt geschickter. Ey, die zerstören mich hier voll. So, wie steige ich ab? So, Kreis. Also die Areale sind zum Anfangs, wo man im Dschungel ist, sehr schön gestaltet. Jetzt habe ich bereits die Seiten gewechselt, das ist ja nichts Besonderes. Hier ist eine Dose. Aha, wo kommen wir jetzt plötzlich her? So. Oh, was haben wir da? Kann ich doch irgendwas machen. Ah. Also ich kann jetzt Granaten in den Boden rammen. Das geht natürlich auch bei Metallböden, was ein wenig komisch ist. Ducken. Oh, wo? Eine Zwischensequenz? Die kommt aber früh. Gut, dass Sie gekommen sind. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Okay. Ich habe Ihnen im Aufzug doch mit Ihrer Ausrüstung geholfen. Klar, und? Dabei habe ich die Nektardosis leicht verringert, damit Sie etwas von der Realität sehen, Sir. Jetzt haben wir. Zu. Wenn man informiert ist, ist es einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. So. Hier, was ein wenig schade ist. Hätten Sie das kontinuierlich umgesetzt, dann wäre es definitiv besser geworden. Die Waffenmodels sehen gut aus, der Multiplayer ist gut, läuft flüssig.
Und die KI ist, naja, da gab es schon bessere zu der Zeit. Also wie man hier zum Beispiel sieht, die Texturen sind sehr verwaschen. Da gibt es durchaus bessere Sachen. Natürlich kommt es an einen Killsound nicht dran. Ist aber für 20 Euro gibt es zum Teil ein solider Shooter. Und mit dieser VR-Fahrt hier lasse ich euch jetzt mal auch alleine. Ich hoffe, ihr habt die Tortur gut überstanden. Ich hoffe, es hat euch auch einen guten Einblick in das Spiel gegeben. Und damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr weitere Filme sehen wollt von Spielen, dann abonniert mich, empfehlt mich weiter. Auf Wiedersehen.